Sonntag, 7. August 2022, mein zweites Nachtvideo. Völlig unvorbereitet, einfach so aus dem Bauch heraus. Wie ich mich fühle. Die letzten Tage waren sehr, sehr schwierig, ambivalent. Ich habe mich noch nie so einsam gefühlt in meinem Leben wie die letzten Tage. Ich habe Beschwerden gehabt, war so niedergeschlagen, auch also körperlich müde, mit Übelkeit nach der Chemotherapie. Ich habe das nicht geglaubt, dass es sowas gibt. Gott sei Dank hat das nur einen Tag angehalten. Dieser komplette Zusammenbruch, würde ich fast sagen, einfach komplette Müdigkeit und Erschöpfung. Entscheidender ist aber, was bei mir jetzt innerlich alles abläuft. Ich habe mit der Traumatherapeutin ein gutes Gespräch gehabt. Und es ist schon so, dass jetzt die ganz, ganz alten Dinge hervorkommen. Nicht aus meiner Kindheit, schon auch, aber nicht nur, sondern noch früher. Frühere Prägungen, pränatale Prägungen, die total dominant, wesentlich, quasi im Hintergrund ihre Fäden gezogen haben in meinem bisherigen Leben, die mir eine Rolle aufgezwungen haben, die ich gar nicht freiwillig gewählt hätte. Das hat mich in verschiedensten Bereichen natürlich auf eine Fährte gebracht in meinem Leben, die nicht meiner Fährte, nicht meinem Weg entsprochen hat. Nur war mir das leider bisher nicht möglich, das anzuschauen, weil es war so gut versteckt, so gut eingegraben, so gut verdrängt, dass es eben nicht auffindbar war. Und jetzt durch meine Krankheit, durch dieses Zurückgeworfenwerden, kommt das Stück für Stück langsam ans Tageslicht. Und so wie es die Therapeutin gesagt hat, das Leben ist genial. Diese Erkenntnisse, die sehr schmerzlich sind teilweise, die kommen jetzt, wo ich es auch verkraften kann. Weil alte Verhaltensmuster, alte Prägungen, die haben ja früher genützt, die waren ja Teil meines Überlebens, meines emotionalen Überlebens. Das war wichtig und notwendig. Aber jetzt ist es nicht mehr notwendig, jetzt kann ich quasi darauf schauen, der Körper, die Seele ist jetzt stark genug, das heißt, ich habe genügend Ressourcen, genügend Lebenserfahrungen, um auch diese ganz harten Brocken aus dieser pränatalen Zeit quasi verarbeiten zu können. Also ein Riesengeschenk, nicht einfach anzunehmen, aber ich bin sehr froh, weil es wird doch jetzt Stück für Stück für mich klarer. Ich bekomme eine Ahnung davon, wie ich an meinem Leben vorbeigeschrammt bin, meinem eigentlichen, ursprünglichen, und dass ich jetzt im hohen Alter noch die Möglichkeit und Chance bekomme, meine ureigene Essenz zu entdecken. Ja, das ist verwirrend, das ist schmerzhaft. Ich beobachte das weiter und mal schauen, wohin mich das führen wird. Das Entscheidende ist, ich möchte endlich mein Zuhause finden. Nicht äußerlich oder nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Ich möchte so in meinem Körper sein, dass ich weiß, das ist mein Körper. Für den kann ich Sorge tragen, für den kann ich Verantwortung übernehmen. Auch wenn ich nicht mein Körper bin, aber trotzdem, es ist mein Tempel, es ist mein eigenes Haus. So möchte ich in mein Leben kommen, in meinem Leben sein, ohne dass es mir ständig übel wird, ohne das Gefühl zu haben, am falschen Ort zu sein, ohne das Gefühl zu haben, mich anpassen zu müssen und wie diese ganze Scheiß heißt, jetzt werde ich richtig wütend. So, ich habe nochmals das Buch gelesen von Dr. Matte, Wenn der Körper Nein sagt. Da ist doch einiges ganz klar ausgesprochen, was ich jetzt erst erkennen kann. So viel für heute. Ich weiß noch nicht, ob ich das Video weiterschicken soll und wenn ja, wem. Mal schauen. Bis ein anderes Mal wieder.